Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pikmin 4. Ich glaube, beim letzten Mal sind wir in dieses Loch gesprungen und wurden von Otschin getrennt. Otschin wartet da drüben auf der anderen Seite. Wir werden dich retten, mein Freund. Ja, unter anderem haben wir auch noch die, Drohne beim letzten Mal zuerst verwendet, um hier das Gebiet anzuschauen. Dasselbe tun wir hier nochmal, damit wir nochmal einen groben Überblick haben. Also da sehe ich, was das eingesammelt werden will. Ich sehe auch gerade, dass die Zeit dabei eingefroren wird. Das sehe ich an dem Basier da. Da sind Pigments, irgendwelche Schalter. Und da ist unser Freund. Ich gehe mal davon aus, dass unser Kumpel hier oben den Schalter drücken muss. Sonst kommen wir wahrscheinlich gar nicht erst zu ihm hin. Sprinte entgegen der Fließbandrichtung. Kann ich nicht. Aber Otschin kann es bestimmt. Ja. Ja, bei Otschin sieht so aus, als ob er den Knopf drücken soll. Und schauen Sie, sind wieder vereint. Ja. Auf da. Jo. Das Gebiet ist ja mehr oder weniger geschenkt. Wollen wir uns zuerst, was da unten ist, wollte ich sagen. Kommt ihr selbst auf die Idee? Nö. Obwohl, warte mal. Bevor ihr das macht, reißt das Ding da erstmal ein. Ihr passt da durch? Irgendwas scheint den Weg zu blockieren. Ich besser das Hindernis zu beseitigen. Achso, die kommen da nicht hoch. Oh schön, du musst das Ding einmal drehen. Okay, ich sehe, was hier getan wird. Oh, wir haben den armen Otschin da runtergeworfen. Okay, Otschin kann da wirklich gegensprinten. So, alles kaputt. Und jetzt lassen wir Otschin da oben. Damit er das Ding die ganze Zeit drehen kann. Ein bisschen nervig, das alle paar Sekunden drehen zu müssen, aber... Es geht schlimmer, ne? Ja, ein Pussystück. Sollten hier jetzt alles haben. Nächste Ebene. Wir sind bei 50%, Leute. Zur Hälfte schon wieder fertig. Ich glaube, hier in dem Gebiet haben die auch nur maximal 2 Ebenen. Wäre ein bisschen fies, direkt am Anfang vom Spiel so ein 5-Ebenen-Ding hinzusetzen. Oh, hier ist schon wieder mehr gestrandet.
Okay, das wird interessant. Ich sehe da unten auf jeden Fall ein paar Pigments zum Mitnehmen. Erstmal nach runter, würde ich sagen. So, jetzt ist die Frage, wie dieser Schalter funktioniert. Macht er alles runter oder macht er nur einen bestimmten Radius weg? Was ist das denn für ein Ding? Okay, der macht nur die weißen Dinger weg. Was ist, wenn ich da eigentlich gegenstoße? Also wie viel Kraft wird das gewertet? Gar keine. Schieben, Jungs! Schieben! Man halt anders. So, so viele wie möglich sollen schieben helfen. Die restlichen Gelben fangen schon mal an, da kaputt zu schlagen. Danke für den Motiviersaft. Ich habe aus Versehen Rotes gegengeworfen. Ich weiß drin. Oh nein, das arme Pikmin hat einen Stromschlag abbekommen. Wenn du es mit Hilfe von B schnell rufst, kommt es sicher wieder zu sich. Ich habe es aus Versehen gegengeworfen, das war keine Absicht. Ich habe die falsche Taste danach nochmal gedrückt. Ihr kriegt einen Punkt für den Einsatz, Jungs. Da waren Pigments drin. Hilft ihn abzutransportieren. Der Rest. Weg mit der Lok. Sagte weg mit der Lok. Stimmt, schnellerer Weg. Wir haben einen neuen Schatz eingesammelt. So, bin gespannt, wie wir hier jetzt retten. Sehen wir uns einmal die Visitenkarte an. Ich hoffe ja, dass es diesmal einer unserer Kollegen ist. Chines, heimer Planet Oji. Seine Passion für Pflanzen ließ ihn allein zu diesen abgelegenen Planeten reisen, um diese ungewöhnlichen Blumen zu bewundern. Nein, wir haben es mit einem weiteren Gestrandeten zu tun, der aus eigenen Stücken herkam, ein Florist. Ich werde nie verstehen, warum man sich ohne Not auf eine dermaßen gefährliche Reise begeben sollte. Shining, Ochin, rettet weiterhin alle, die hier gestrandet sind, was auch immer ihre Gründe waren. Oh, geht mit meinem Gehirn konform. Okay, laut Karte ist hier nichts mehr. Wir haben Chines gerettet. Ach, für jeden Geretteten kriege ich Motivation. Sehr großes Abenteuer. Hm, was ist denn das für eine sternförmige Medaille?
Groß hat die Evaluierungs-KI verbessert. Jetzt kann man sehen, wenn man alle Schätze einer Serie gesammelt hat. Haha, die Wellen muss davon schützen. Des gleichen Tiers verstärken sich gegenseitig. Aus ihnen halten wir mehr Glycerium. Die wissenschaftliche Erklärung verstehe ich nicht ganz, aber wir sollten wohl so viele Serien wie möglich vervollständigen. Lok der Möglichkeit. Wahrheitssucher. Entzückendes Gummiteil. Erinnerungsfragment oben rechts. Und der Personenrollbar. Sehr interessant. Das Loch wäre abgeschlossen. Und damit werden wir offenbar jetzt nach Hause fliegen. Ein weiteres Loch schaffen wir nicht mehr. So, da sind wir dann wieder auf dem Weg nach Hause. Wir haben richtig viel gesammelt. Der Suchradius wurde vergrößert. Wenn wir das Radar der Shepard wiederherstellen und unseren Suchradius vergrößern wollen, brauchen wir dazu mehr Glycerium. Bitte finde es für uns. Dann sollten wir unsere Reichweite vergrößern und entfernte SOS-Signale empfangen können. Versuchen wir es. Fast fertig. Aha, wir empfangen mehrere SOS-Signale. Hoffentlich hilft uns dies dabei, unsere vermissten Kollegen und Captain Olimar zu finden. Markiere das Gebiet, aus dem die Signale kommen, Colin. Verdammt, das war die Frau. Wir haben Kines gerettet. Und richtig viel Glycerium gesammelt. Sieht aus wie so eine Detektivausrüstung. Oder von der Archäologen. Eher vom Archäologen, würde ich sagen. Bei den sonnigen Anhöhen haben wir 44% bisher. Ah, da fällt mir noch etwas ein, Shining. Wenn du Minus drückst und dann die Schnellauswahl öffnest, kannst du Steuer kurz oben, links unten etc. und den linken reindrücken, verschiedene Funktionen zuweisen. Ja. Wirklich? Kann ich so auch die Shepard-Dokumente zuweisen? Selbstverständlich. Und dann könntest du sie dir ansehen, wann immer du einen schnellen Ratschlag brauchst. Du könntest einem Knopf sogar Aktionen wie entlassen oder auch Items zuweisen. Die Schnellauswahl scheint mir ein sehr gutes Mittel zu sein, wenn man seinen Dandori verbessern möchte. Insofern, Colin, wäre es hilfreich gewesen, von so nützlichen Funktionen früher zu erfahren. Ich stimme der Frau zu. Solche Informationen kannst du ruhig früher rausrücken lassen. So, wollen wir mal zuerst mit dem Floristen reden. Hallöchen, mein Name ist Kines. Vom Beruf bin ich Florist. Eigentlich bin ich zu diesem Planeten gereist, um seltene Blumen zu finden, aber dann ging alles schief. In einem Moment bedachte ich noch eine wunderschöne Knospe, im nächsten Moment bin ich plötzlich gestrandet. Also, tja, Schluss mit Abenteuer, ich habe erstmal genug vom Erkunden. Ansonsten nix? Aber ganz aufgeben möchte ich auch nicht, bei meiner Abreise soll es hier mehr Blüten geben als bei meiner Ankunft. Dafür bräuchte ich aber Hilfe. Lass auf den Köpfen der Pikmin Blumen erblühen. Dann erfüllen wir diese Welt ihrer Schönheit. Solltest du es auch nicht umsonst tun. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir meine Steinsammlung. Na, was sagst du? Die ich jetzt schon habe, erzähle nicht? Okay, ich krieg was dafür, wenn ich die alle erblühen lasse. Höchst interessant. Für dich habe ich noch nicht genügend Schätze gesammelt, ne? Aber ich finde, wir können uns ein Upgrade wieder gönnen. Oh.
Eine Stirnlampe. Wenn alles helle leuchtet, sieht man Gefahren von weit her kommen. Okay, wesentlich mehr Licht unterwegs. Die Stirnlampe gönne ich mir auf jeden Fall. Und ich weiß, dass es sehr nervig ist, wenn man elektrisiert wird. Oh, wir haben auch eine Eisbombe. Oh, dieses Vieh, was wir da rechts gerade gesehen haben, ne? Das ist sehr, sehr nervig. Diese Bombe entzieht der Umgebung die Wärme und gefällt alles in der Nähe. Nicht nur Wasser, sondern auch Kreaturen. Oh, davon kaufe ich mir mal ein volles Paket. Weil das könnte in Zukunft nützlich sein. Kann ich noch ein Training bei dir gönnen? Oder sollte ich vielleicht erstmal ein bisschen abwarten? Ich könnte die Kraft erhöhen. Es erscheint mir auf jeden Fall sinnvoll, seine Kraft zu erhöhen. Komm, die Kraft, die boost mir mal direkt aufs Maximum, dass er maximal Kraft hat. Der Otschin. Da sieh einen an, wer alle Kraftstufen gemeistert hat. Ich wusste, dass du das kannst, Otschin. Und deshalb darfst du jetzt auch eine noch viel effektivere Fertigkeit lernen. Megakraft. Alter, der wird später so stark wie 100 Pikmin? Wie stark wird denn Otschin, ey? Hört doch mal auf, ihm Steroide zu geben. Das ist nicht gut für Hunde, den Steroide zu verpassen. Okay. Ich würde sagen, die heutige Folge ist ein bisschen kürzer. Beim nächsten Mal fliegen wir nochmal in die Sonnenhöhen. Und dann werden wir dort alle Höhen am besten erkunden. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill? Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.